Jo, es geht ab, willkommen zurück von meinem Kanal. Ich nehme heute mal Stellung damit zum Song von Katja Krassavitz, Dicke Lippen. Und ja, was soll man dazu sagen? Das ist scheiße, das ist einfach nur Mist. Ihr erster Song war schon scheiße und der hier übertrifft nochmal alles. Und was mich am meisten daran aufregt, dieser Kanal von Katja Krassavitz dürfte schon lange nicht mehr existieren, weil. Es heißt auf YouTube, sexuelle Inhalte dürfen auf YouTube-Kanälen nicht existieren. Und normalerweise müsste der Kanal schon längst gelöscht sein, aber ich wette mit euch, die Produzenten holen sich selber auf dem Kanal einen runter und deswegen existiert der Kanal auch noch. Es ist einfach so. Und naja, ich komme vom Thema ab. Der Song auf jeden Fall. Der Beat passt. Naja, die Jugendlichen heutzutage, meine Generation, die steht halt auf so eine, ich sag mal, Beats, die sie in ihrem Song drin hat. Der Beat ist auch einigermaßen in Ordnung. Aber der Text ist einfach nur scheiße und ja, es ist einfach ein Witz, dass dieser Song auf YouTube existieren darf. Und ich finde es einfach traurig, dass die Generation von heute auf sowas steht. Das ist einfach nur schlecht und. Der Song, ich hoffe, dass er mal von YouTube gesperrt wird, damit mal ein Zeichen gesetzt wird, aber das wird wohl nicht kommen. Der Song ist einfach nur Mist und ja, was meint ihr dazu? Schreibt es in die Kommentare. Ciao.